Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Vlog. Heute geht's endlich wieder los, Sommerpause ist vorbei. Und da fahren wir gleich wieder zu einem richtig geilen Spiel, und zwar Nürnberg gegen Schalke. Top-Spiel in der zweiten Liga. Wir waren ja letztes Jahr schon auf Schalke bei dem Duell. Und die Stimmung war einfach richtig krass. Und jetzt hoffen wir, dass es heute genauso wird. Was erwarte ich heute sonst noch? Also geile Stimmung natürlich. Und ich will jetzt endlich mal das erste Tor von Nürnberg sehen. Ich glaube, das ist jetzt der fünfte Anlauf. Ich habe noch nie ein Tor gesehen. Ich würde jetzt schon gerne mal die Torhymne hören. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert auch gerne. Und dann viel Spaß beim Video. Nur Schalke überall. Ja, da können wir schon mal fahren, ja. Die Schalker Kurve kommt. Schaut nicht weg. Wegschauen ist der schlechteste Ausweg, den man sehen kann. Der erste Blick ins Stadion. Jetzt, dann melden wir Fans. Auswärtsfans auch schon komplett voll der Block. Es wird krank heute die Stimmung. Also da habe ich richtig Bock drauf. Lieder schon gespielt und die Kurve ist auch rappelvoll schon. Es wird halt auch krank laut wahrscheinlich. Das wird richtig, richtig geil. So, jetzt eine kleine Match-Analyse vom Experten. Es ist die größte Fanfreundschaft Deutschlands. Wir halten mal fest. Letzter Sieg vor, glaube ich, 10 Jahren. Kaufen wir unsere besten Spieler weg. Aber heute, ich glaube, heute gibt es einen 2-1-Sieg und wir gewinnen. Und zwar mit Leistung. Ich sag, egal wie es läuft, Musa Silla heute Hütte. Ich gehe mit einem 2-2. Ich glaube, da sind wir alle zufrieden. Ja, bei jedem Spiel, wo ich dabei bin, eine keine Tore fallen, glaube ich, dass heute ausnahmsweise mal Tore fallen. Also ich glaube, ein 2-2. Schauen wir mal.
jetzt die erste Chance des Spiels. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert nach 19 Minuten. Nichts, 0,0 expected goals. Aber jetzt in Überzahl, vielleicht geht ja nochmal was. Das wäre sehr wichtig. Ich will jetzt einfach mal ein Tor von Nürnberg sehen. Das kann nicht wahr sein, wirklich.
Schalke schon die bisschen bessere Mannschaft. Bin mal gespannt.